Da heute in einigen Bundesländern ein Feiertag ist, habe ich für alle anderen Bundesländer ein kleines Extra geschnitten. Hier ist der Callcenter-Crasher und natürlich dürfen alle anderen Freunde der Scambaiterei auch zuhören. Nun also meine kleine Zockerrunde aus 17 und 4 Betrüger anrufen. Viel Spaß also mit diesem Video, nach dem Intro geht's los. Hallo? Hallo, ich weiß, wie heißt Sie bitte? Wen wollen Sie denn sprechen? Hallo? Hallo, begrüßen Sie. Mein Name ist Alexander Horak, spreche ich mit Herr Reismann. Ja, und wer sind Sie? Mein Name ist Alexander Horak. Also, ich bin Ihre persönliche Account Manager. Und ich... Kann ich telefonieren, offensichtlich. Hallo? Hello, am I speaking to Stefan? Bitte? Hello, am I speaking to Stefan? Ja. Sir, do you speak English? Nein, Deutsch. Okay. Hallo? Hallo. Ja, hallo. Voss, mein Name. Ich melde mich aus dem Unternehmen Trade to Wave. Es geht um Online-Trading. Machen Sie zurzeit etwas in Richtung Aktien, Devisenhandel oder digitale Währungen? Mit wem wollen Sie denn sprechen? Ringsbach-Bergheimer. Okay. Da sind Sie richtig. Es geht um Online-Trading. Machen Sie zurzeit etwas in Richtung Aktien, Devisenhandel oder digitale Währungen? Nee, mache ich nicht. Planen Sie etwas machen? Beobachten Sie die Finanzmärkte? Nö, eher wenig. Gar kein Problem. Verzeihen Sie mich. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Ah ja? Und weswegen haben Sie dann nun angerufen? Möchten Ihnen eine Zusammenarbeit an dem Finanzbranche anbieten. Ja, und was wollen Sie denn jetzt überhaupt? Hallo? Haben Sie Interesse? Hallo? Bei Ihnen wird wohl richtig viel geschlafen. Was war das denn? Hallo? Hallo, wunderschönen guten Tag. Ja, Lukas Ahlers spricht am Apparat, bitte, von der Firma Finra. Rede mit Herr Reismann, ja? Ja, ist richtig. Herr Reismann, wir haben ein paar Informationen von der Firma Blockchain bekommen, dass sie am Finanzmarkt für die Handel Geld investiert, aber sie haben Probleme bei der Auszahlungen. Ist das korrekt, bitte? Von wem haben Sie die Informationen bekommen? Von der Firma Blockchain, bitte, ja. Das ist eine Plattform, der kann alle Informationen in Kryptowährungen überprüfen. Also wenn Sie in Kryptowährungen irgendwelche Transaktionen tätigen, Sie sollen das auf jeden Fall durch die Blockchain tätigen. Ja, und welches ist jetzt Ihre Firma? Das ist Finra, bitte. Wie heißt das? Können Sie mir das mal buchstabieren? Finra, genau. F für Friedrich, bitte. Ja. I wie Ida, R wie Rudolf. Ja. A wie Anton, bitte. Ja. Fira. Genau. .de. Finra, genau. .de. .com, bitte. .com, bitte. Also ganz einfach, mit dem Google, Sie können Blockchain oder Finra eingeben und Informationen über die, unsere Firma und über die Blockchain finden. Das ist ganz, ganz einfach. Also das ist Überwachungsabteilung, ja. Also wir müssen nächstes Mal mit Ihnen diese Informationen überprüfen. Und wenn Sie solche Probleme am Finanzmarkt haben, ja, in diesem Fall, wir können schon ein paar Unterlagen per E-Mail senden, ja. Also Sie sollen das ausfüllen, ganz einfach unterschreiben, ja. Das ist Zustimmung von Ihnen, dass Sie bei der Blockchain-Rückerstattungsprozess anfangen möchten, ja. Und in diesem Fall, wenn wir unter Ihre geflogene Transaktion irgendwelche Summe finden,
von der Blockchain, Sie können diese Summe also Schritt für Schritt zurückbekommen. Was ist denn eine geflogene Transaktion? Also, wegen dieser Corona-Pandemie, ja, viele Firmen sind im Bankrott gegangen. Also, diese Firmen arbeiten nicht mehr am Finanzmarkt, ja. Und bei der Blockchain, solche Transaktionen sind ganz einfach geflogen. Also, geflogen? Sie können das nicht mehr bewegen. Was heißt denn geflogen? Bitte? Was heißt denn geflogen? Das Wort kenne ich leider nicht. Geflogen, bitte. Was ist denn geflogen? Wissen Sie eine Verb, was heißt floren? Floren sagt mir nichts. Genau. Das sagt mir nichts. Dann erklären das Sie mal, was einfach Floren ist. Genau, also das ist ganz einfach gestoppt. Sozusagen aufgehört. Das ist nicht gelöscht, sondern sozusagen gestoppt. Ja, warum sagen Sie da nicht also gestoppt? Aufgehört. Ja, gestoppt ist ja was anderes als also geflogen. Ihre Firma. Unterbrechen Sie mich bitte, doch bitte genau. Nicht dauernd. Von wo rufen Sie denn an, dass Sie aber so Sie verstehen, komisch? Aber Sie verstehen, warum unterbrechen nicht, also Sie mich dauernd? Das habe ich gefragt. Warum ich schreie Sie nicht. Bitte? Sie unterbrechen mich warum dauernd. Warum schreien Sie? Sie schreien. Genau, weil Sie warum es nicht unterbrechen verstehen. Sie mich? Jetzt fange ich an zu schreien, weil Sie mich permanent unterbrechen. Okay, Krankenhaus ist schon unterwegs, bitte. Ja, ja zu Ihnen wahrscheinlich. Gut, okay? Zu alles gut, okay. Ja, genau. Psychologisch auch. Hey, dummer Scammer. Hey, dummer Scammer. Ist der geil. Geil. Danke. Eine Anmeldung bei unserer Firma gemacht, ja. Und für diese Gründe rufe ich jetzt an, weil ich möchte nur informieren und danach Ihre Konto zum Eröffnen. Okay? Ja, dann eröffnen Sie mal. Okay, so eine Frage. Haben Sie bis jetzt eine Erfahrung mit Onlinehandel oder das ist das erste Mal, bitte? Ja, ich habe schon eine Menge gehandelt, bei eBay verkauft und bei Amazon verkauft. Okay, so es geht um Onlinehandel. Richtig, habe ich ja gesagt. Habe ich ja gesagt. Okay, und bis jetzt... Warum fallen Sie mir eigentlich dauernd ins Wort? Haben Sie bis jetzt eine Erfahrung mit Onlinehandel? Habe ich Ihnen doch gerade eben gesagt. Ich habe bei eBay verkauft und bei Amazon verkauft. Okay, das bedeutet, dass Sie eine Erfahrung gehabt haben. Haben Sie alleine gearbeitet oder mit einem Broker? Eine Broker, wenn man Waren verkauft bei eBay? Wozu braucht man da einen Broker? So, ich habe gesagt, wir beschäftigen uns mit Onlinehandel, um keine Witze mit mir zu machen. Und ja? Sie haben mich gefragt, ob ich Erfahrung habe mit Onlinehandel. Und ich habe Ihnen gesagt, wie ich gehandelt habe. Ja, fallen Sie mir nicht ins Wort. Was soll denn sowas? Meine Herren. Ja, ich habe gefragt. Haben ja, Sie eine Erfahrung und ich habe oder gesagt, nicht? Dass ich mit eBay und bei Amazon gehandelt habe. Ich habe Erfahrung. Okay, aber nicht etwas kaufen, ja? Doch, natürlich habe ich auch schon verkauft. Einen Moment bitte. Wir beschäftigen uns zum Beispiel mit allen Kryptowährungen, Rohstoffe, Indexes, Aktien, Forex und so weiter. Wo kann man tätig zu sein, ja? Für das das meine haben Sie ja nicht gefragt. Sie haben mich ja nur gefragt, ob ich mit Onlinehandel-Erfahrung habe. Okay, kann ich weiter zum Erklären, wenn es ist möglich für Sie? Natürlich. Okay, so ich habe jetzt angerufen, weil heute die alle Finanzinstrumente sind runtergefallen. Und, kann die einer aufheben, wenn die Finanzen runtergefallen sind? Warum liegen die denn? Liegen die im Dreck oder wie? Hallo? Heben Sie sie gerade auf, die Finanzen? Oh, die sind wohl tief runtergefallen. Hallo? Einen wunderschönen guten Tag. Spreche ich mit Herr Regensburger? Ja, das ist richtig. Robin Schneider ist mein Name. Ich rufe Sie an bezüglich Ihrer Registration. Das weiß ich nicht, weswegen Sie anrufen. Wegen Ihrer Registration. Sie haben sich für den automatisierten Handel registriert. Ach so, Sie hatten das so ein bisschen als Frage geäußert. Deswegen, na gut. Ja, und genau, worum geht es da ja? Jetzt? Genau, ich bin vom Aktivierungssupport. Haben Sie Fragen diesbezüglich? Ja, Aktivierungssupport? Natürlich habe ich Fragen. Welchen Aktivierungssupport? Ja. Welche Firma sind Sie überhaupt? Habe ich Ihnen nicht gesagt? Nein, haben Sie nicht gesagt. Ah, und das wissen Sie auch nicht. Okay.
Hallo? 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 Herr Maximilian, hallo, Herr Maximilian Siegelbecher? Ja. Hallo, das ist mein Name ist Account Manager Michael Susan von Greystone Handelsplattform. Ich habe gesehen, dass Sie online sind auf unserer Plattform. Ja, jetzt nicht mehr. Ich war's. Ach so. Und Herr Siegelbecher, wie dürfte ich Ihnen behilflich sein? Ja, ja, nur gut. Weswegen rufen Sie denn jetzt an? Ja, ich habe gesehen, dass Sie sich bei uns registriert haben, ja? Richtig. Da wollte ich Sie kurz fragen, ob Sie Fragen haben, Informationen möchten, ob ja, Sie vielleicht interessiert sind. Ich möchte erstmal ja. Informationen. Die habe ich auf Ihrer Seite ja. nicht gefunden. Also, Sie haben hier die Möglichkeit, mit verschiedenen Basiswerten zu handeln, ne? Das sind einmal die Kryptowährungen, ja, Bitcoin und viele andere. Dann haben Sie auch die Möglichkeit, mit Fiat-Währungen zu traden, ja. Mit das was? Das ist Euro, Dollar. Fiat-Währung, normale Währungen, ne? Fiat-Währung. Ja, also Forex. Forex, exakt, ja. Und dann mit Waren, ne, mit Gold, Öl und desgleichen, ne. Und auch mit Indizien, ne. DAX, Nasdaq und viele andere, ne? Ja. Ja, und Sie werden von einem Handelsexperten, deutschsprachigen Handelsexperten beraten. Und Sie könnten mit der Mindesteinlage von 250 Euro einsteigen, Herr Max, Herr Siegelbecher. Eine Mindesteinlage? Ja, 250 Euro. Na gut, das kenne ich von eToro zum Beispiel nicht. Warum ist das bei Ihnen so? Ja, das sind die Vorschriften, Herr Siegelbecher, ne? Ja, ja, also, das war ja meine Frage. Warum ist das bei Ihnen so? eToro macht keine Mindesteinlage. Ach so. Wahrscheinlich, das ist die Firmenpolitik, ne, Herr Siegelbecher? Ach so, okay, gut. Dann verraten Sie mir doch mal ein bisschen was über Ihre Firma. Hallo? Ja, bitte? Hallo, guten Tag. Guten Tag. Wie geht es denn? Es geht. Gut. Hier spricht Lisa Schmidt. Schöne Sache. Ich habe Ihnen angerufen, wegen Sie sind bei uns was? Angemeldet. Was bitte? An Onlinehandel. Sie sind an Onlinehandel angemeldet, an Kryptowährungen. Ja. Ja, und ich habe Ihnen angerufen, wegen Ihr Konto zum Aktivieren. Hier, German Support, ich helfe Ihnen mit Ihrem Konto zum Eröffnen. Dann Sie können einfach Online-Investitionen machen. Ja? Sie sind German Support? Ja, genau. Warum sprechen Sie dann nicht Deutsch? Von Kryptos Ferrari. Ja, und meine Frage ist, warum sprechen Sie nicht Deutsch? Wie für eine Frage ist das? Das ist eine Frage. Sie sprechen sehr schlecht Deutsch. Als German Support sollten Sie doch gut Deutsch sprechen können. Was meinen Sie? Mein Deutsch ist perfekt. Ah, das ist perfekt? Ja. Das ist perfekt. Okay. Dann spreche ich wahrscheinlich perfekt Chinesisch. Na gut, okay. Okay, aber Sie verstehen meine Deutsch. Nee, sehr schlecht, aber okay. Erzähl Sie mal weiter. Nein, ich kann. Ich helfe dir nicht mehr weiter. Denn du bist ganz eine schlechte Mann. Ah ja, ich bin eine schlechte Mann. Dummer Scammer. Und willst du noch was sagen? Hallo? Hallo, guten Tag. Guten Tag. Hallo, hören Sie mich? Ja. Sehr gut. Haben Sie sich angemeldet für automatisierte Handeln? Wer ist denn da überhaupt? Mein Name ist Kevin Born. Essen Sie gerade? Nein. Sie haben irgendwas im Mund. Hören Sie?
Ja, haben Sie angemeldet für automatisierte Handel? Ja, und wer ist jetzt da? Ich hab's gesagt, Kevin Born. Ah ja. Mein Name. Okay, und von welcher Firma rufen Sie an? Von Steakhub. Mhm. Gut. Und was ist jetzt das Problem? Weswegen rufen Sie jetzt an? Ich hab kein Problem. Also Sie haben sich angemeldet und haben Sie Ihre Daten reingetippt. Ja, und weswegen rufen Sie dann da jetzt an, nur weil ich meine Daten eingetippt habe? Na sicher, ja, Sie haben die Daten angegeben, ich bin davon zuständig, dass ich Ihren Account aufmache. Ach, da sind Sie zuständig. Ich dachte, das bin ich selber. Ja, genau. Ich dachte, nein, ich... das kann ich nicht selber machen. Das kann ich nicht? Nee, ich glaube, dann ist das nicht gut. Wenn man das nicht selber machen kann, das ist doch blöd. Okay. Danke, wünsche Ihnen einen schönen Tag. Ja, und kauen Sie demnächst mal aus, bevor Sie telefonieren. Ich kau nicht. Doch, Sie kauen. Das ist genau, Sie vor allem schmatzen Sie. Sie schmatzen wie ein Hund. Sie schmatzen wie ein Hund. Sie schmatzen wie ein schlecht erzogenes Schwein. Geh, scheißen Trottel. Hallo? Guten Tag, mein Name ist Leon Krause. Ich spreche mit Herrn Siebenreicher. Siebeneicher. Sie haben sich bei uns registriert vor 2 Wochen fürs automatisierte Handeln. Ich wollte mal wissen, ob Sie das Handelskonto noch aktivieren wollen oder nicht. Ja, das weiß ich ja nicht. Von welcher Firma sind Sie jetzt? Steakhub. Aha. Ja, gut. Das war vor 2 Wochen. Kann durchaus sein. Ja, haben sich registriert, aber haben das Handelskonto nicht aktiviert. Deswegen würde ich halt gerne wissen, ob Sie es aktivieren wollen oder nicht, sonst würde ich Ihre Daten wieder löschen. Ja, ich weiß irgendwie weiß ich über Ihre Firma noch gar nicht so viel. Alles klar, was wollen Sie denn gerne über unsere Firma noch wissen? Müsste ich jetzt nochmal auf die Seite drauf gucken. Gucken Sie gerne mal unsere Seite und dann können Sie ja gerne dort das Handelskonto selber aktivieren. Aber wollen Sie mir keine Fragen beantworten? Okay, gut. Was heißt, ich will Ihnen keine Fragen beantworten? Ja. Haben Sie denn eine Frage gestellt? Haben Sie Fragen? Ja, wenn Sie mich mal zu Worte kommen lassen, sicherlich gerne. Alles klar, Herr Siebeneicher. Wollen Sie mir weiter ins Wort fallen? Ich warte. Wollen Sie mir also weiter ins Wort fallen, war meine Frage. Wo falle ich Ihnen denn gerade ins Wort? Sie sind mir mehrfach ins Wort gefallen. Wenn Sie das so wahrnehmen? Richtig, nehme ich so. So, was wollen Sie jetzt? Wollen Sie jetzt eine Frage stellen oder nicht, Herr Siebeneicher? Wollen Sie nicht ein bisschen freundlich sein zu Kunden? Wollen Sie nicht? Ich bin immer sehr freundlich zu das Kunden. Das merke ich schon, dass Sie sehr freundlich sind. Ja, merke ich schon. Sind Sie denn so hysterisch? Ich bin hysterisch? Ja, natürlich bin ich hysterisch. Man hört, wie hysterisch. Und? Haben Sie mir wieder nicht ins Wort gefallen, ja? Ich wollte mal fragen, ob du noch ein bisschen Platz auf deiner Festplatte hast. Ja, genug für Betrüger wie dich immer. Für Betrüger für mich immer. Ja, für dich, für Betrüger wie dich immer. Also dich jetzt, so ein Idiot wie dich kann man ja auch nur duzen, oder nicht? Warum hast du eigentlich so viel Langeweile? Hast du keinen vernünftigen Job? Doch, natürlich. Mein Job ist es, Betrüger wie dich online zu stellen. Das ist mein Job. Das ist dein Job, aber damit verdienst du ja bestimmt nicht so viel Geld, oder? Doch, genug. Brauche ich nicht. Doch, wir verdienen ehrliches Geld. Ihr verdient ehrliches Geld. Anständige Arbeit. Deswegen müsst ihr ja auch mittlerweile, braucht ihr schon jetzt Abonnenten, ne? Die dann auch ihre Beiträge zahlen bei YouTube. Ja, genau. Also wollt ihr also ich andere schon, YouTuber damit ich, auch ich, abzocken, ich oder sehe was? Schon, ich sehe schon, du kennst meinen Kanal ganz genau. Natürlich kenne ich den Kanal ganz ja, genau. Ja, wie heißt er denn? Wie heißt interessant. Er denn? Wie heißt er denn? Kakerlakenparty. Ah ja, okay. Ah ja, genau. Aber eigentlich bist du ja die größte Kakerlake. Du bist Kanal der Dummste. Mit dem Namen Kakerlakenparty. Genau. Wer kennt ihn? Ganz genau. Natürlich. Ganz klar. Du bist ein ganz Schlauer, ne? Ja. Ich bin ganz Schlauer, ganz genau. Ja, das merke ich. Du hast jemand Dümmeren wie dich gibt's, glaube ich, nicht mehr. Ich bin ganz schlau. Du bist heute der dümmste Betrüger, der anruft. Tatsächlich. Der dümmste? Ne, glaube ich nicht. Doch, du bist der dümmste Betrüger, der heute anruft. Glaube ich nicht. Ist das in deiner Ehre?
Oh. Das kränkt mich überhaupt nicht in meiner Ehre. Hab heute schon genug abgezockt. Ja, natürlich, klar, logisch. Alles klar, Idioten. Dann wünsche ich euch noch viel Spaß. Tschüss, ne? Betrüger. Tschüss, Betrüger. Ciao, ciao. Ja, Idiot, ey. Ja. Hallo. Schönen guten Tag, rede mit Maximilian. Wer ist denn da bitte? Ich bin Tim Schwarz, bin von der Firma Investment, also bin Kontoberater und ich habe Ihre Daten bei uns gesehen. Sie haben sich vor 4 Tagen bei uns registriert und ich kann Ihnen sehr gern helfen, Ihr Handelskonto zu aktivieren. Ja. Mhm. Sehr schön. Sind Sie interessiert daran? Ja, ich kann sehr gerne helfen. Ja, dann erzählen Sie doch mal. Ja, also wir sind so eine Firma. Und als Investment, ne, Firma. Und also bei uns allgemein gibt es 3 Pakete. Einmal 250, einmal 500 und einmal 1000, ja. Je nachdem, was Sie auswählen, bekommen Sie noch extra von uns Bonus. Und wenn Sie anfangen, Ihr Handelskonto zu aktivieren, also wenn Sie zum Beispiel Handelskonto aktivieren mit 250 zum Beispiel, es heißt nicht, Sie haben die 250 verloren. Es heißt, Sie haben einfach von Ihrem Online-Banking zum Beispiel auf Ihren Mastercard oder Visa-Karte überwiesen. Also Sie das Geld, Sie können jederzeit auch genauso wie einzahlen, genauso auch wie auszahlen, ne? Und, nee. Wie bitte? Nö, nee, nö, nee, ich höre nur zu. Ah, okay. Und, wenn Sie anfangen zu traden, also Sie bekommen extra da von uns, von unserer Seite einen Finanzberater, die sehr gute Erfahrung hat in diesem Bereich. Und, die also eine Frau? Wie bitte? Sie sagten, die sehr gute Erfahrung hat, also eine Frau? Es kann sein, dass es eine Frau ist, es kann sein, dass es ein Mann ist. Ja, weil je sie, nachdem. Sie sagten ja die. Also muss es ja eine Frau sein. Der Person. Allgemein der Person meinte ich. Der Person. Sie sprechen, genau. Nicht, also allgemein. Sie sprechen nicht so gut Deutsch. Wer ich? Ja, mit wem spreche ich denn sonst? Sind Sie sicher, dass ich nicht so gut Deutsch sprechen kann? Ja, ich bin sicher, dass Sie nicht so gut Deutsch sprechen, richtig. Ich höre das. Hallo? Hallo, schönen Tag, Herr Richard. Richard ist mein Vorname. Wir kennen uns nicht, deswegen bitte mit dem Nachnamen. Schon zu viel. Hallo? Ja, hallo, schönen guten Tag, Herr Brümmer. Jakob Bergmann hier von der Firma Welter. Hallo nochmal. Hallo. Sie hatten sich über Chain Reaction sich bei unserer Online-Handelsplattform angemeldet gehabt, Herr Brümmer. Da wollte ich auch nochmal wissen, wie weit Sie mit der Anmeldung kamen. Chain Reaction oder Welter sagt mir was, ja? Genau, Welter. Sie haben die Werbung, glaube ich, auch über Chain Reaction gesehen. Also da wollte ich auch nochmal fragen, wie weit Sie mit der Anmeldung kamen, Herr Brümmer. Ja, die Anmeldung ist durchgegangen, offensichtlich. Sonst würden Sie ja nicht anrufen. Okay, also konnten Sie sich anmelden auf unserer Seite, Herr Brümmer? Anmelden? Haben Sie schon auf unserer Webseite angemeldet? Ich habe Ihre Webseite mir angesehen. Okay, ich kann Ihnen gerne mal ein Einmalpasswort erstellen. Das können Sie natürlich auch ändern auf unserer Webseite. Einen Moment. Und werde Ihnen somit auch Zugriff auf unsere Seite gewähren, natürlich. So, einen Moment. Die Anmeldedaten schicke ich Ihnen jetzt auch. Das Einmalpasswort steht auch da drin, ja? Ja, gut, aber erstmal möchte ich ja ein bisschen Informationen haben. Natürlich, also wir haben hier eine künstliche Intelligenz, Herr Brümmer. Wir arbeiten auch mit Brokern aus der Londoner und auch aus der Frankfurter Börse zusammen. Also unsere künstliche Intelligenz wird von unseren Brokern eingestellt. Die werden die Einstellung für den Autoroboter auch einstellen. Und wie gesagt, also das automatisierte Trading gelingt nur durch die künstliche Intelligenz und die wird und dann nimmt der Roboter auch in Sekunden auch Daten auf natürlich und geht somit auch auf die Märkte zu. Und wo nimmt er die Daten auf? Moment, also es ist ja eine künstliche Intelligenz. Die Daten sammelt der ja ein. Also was? Ja, wo Beispiel sammelt der die? Also was gerade eine aus zum Beispiel, sage ich mal, Webseiten für die Finanzmärkte sind. Also diese Daten nimmt er von dort aus.
in also Sekunden. Von fremden Webseiten. Nicht fremden Webseiten natürlich. Ne? Also ja, es geht. Die eigene Webseite könnte es ja dann nicht sein. Nein, er nimmt ja nichts von irgendeiner Webseite was auf. Das ist ja eine künstliche Intelligenz. Also Sie müssen sich es so vorstellen, dass er sammelt von der, gerade vom Stock Market. Ja, also wie der Stock Market gerade ist. Wenn gerade eine Aktie gerade am Steigen ist, dann geht er auch auf die Aktie zu. Wenn der gerade runter sinkt, dann verkauft er die Aktien, Herr Brummer. Die Frage ganz, doch, von, Sie genau. haben gesagt, der nimmt das von Webseiten. Und da ist ja nicht Ihre Webseite. Nein, nicht Webseiten. Das nicht haben Sie Webseiten. Gesagt. Also das haben Sie gesagt. Ja, verstehen Sie mich nicht falsch. Also nein, ich verstehe ja, das, was Sie mir sagen. Sie haben mir gesagt, Herr Brummer, er nimmt das von Webseiten. Wir haben doch, nein, nicht von Webseiten. Ich wollte vom Stockmarket sagen. Ich habe mich vielleicht vertan. Das kann ja auch sein. Tut mir nochmal leid. Okay, gut. Herr Brummer, also Sie möchten wahrscheinlich auch gar nicht anfangen. Oder ich weiß ja nicht, wie es gerade Ihnen da so... Schon aufgelegt. Guten Tag. Hallo, guten Tag, Maximilian. Ja, Siegelbrecher ist mein Name. Ja, schönen guten Tag. Ich rufe dich von Greystone. Wie geht es dir? Nicht dich, nicht dich, sondern Sie. Wir sind ja nicht per Du. Nein, nein, dich. Nein, nein, nicht. Dann lege ich auf. Legen Sie auf. Ja, tschüss. Hallo? Hallo, grüße Sie, Herr Steffen. Wie geht es Ihnen? Alles gut? Ja, Steffen ist ja mein Vorname. Am Apparat ist Anja. Ja, ja, Steffen ist aber mein Vorname. Sollte Steffen. Das ist ja mein Vorname und ich kenne Sie nicht. Genau und deswegen, so. Und deswegen nennen Sie mich bitte beim Nachnamen. Sie korrekt. Ja, so einfach geht es. So einfach, das ist auch kein Problem, weil Sie selbst angemeldet sind. So, ich kann Ihnen heißen, wie ich möchte, okay? Nee, können Sie nicht. Es gibt eine Anmeldung, die Sie gemacht haben bei Fürstenberger Straße 2. Stimmt? Ja, und? Weswegen rufen Sie da jetzt an? Ich rufe Sie an, weil Sie haben selbst angemeldet. Ach, und da wird man automatisch angerufen. Warum wird man da automatisch angerufen? Was meinen Sie automatisch? Ja, Sie rufen mich doch jetzt an. Warum rufen Sie mich an? Ich rufe Sie zum ersten Mal, weil Sie sind selbst angemeldet. Sind schon klar? Nee, warum rufen Sie mich an? Nur weil ich mich angemeldet habe? Wegen der Kryptowährungen. Haben Sie selbst Interesse gezeigt? Ja, schon, aber warum rufen Sie mich gleich an? Ich rufe Sie an, weil Sie haben Interesse gezeigt. Okay, ich habe keine Zeit, mit solchen Sachen zu spielen. Ja, dann legen Sie doch auf. Geh bei deiner Mutter, frag deine Mutter, okay? Nicht mehr. Hey, Betrüger! Hallo? Hallo? Mein Name ist Luna, how are you? Bitte? I'm calling regarding your interest in trading and making money online. You made registration on our platform a while ago, remember? Sprechen Sie Deutsch? Do you speak English? Nein. 1 minute. Ja, hallo? Hallo, wer ist da bitte? Ja, schönen Tag. Also, mein Name ist Hanna. Wir rufen Sie wegen Ihrer kürzlichen Registrierung an. Also, es geht um Ihre Voranmeldung bei XP Investment, okay? Ja, das kann durchaus sein. Ich habe mich auf mehreren Seiten angemeldet. Ah, echt? Ja, echt. Wieso auf mehrere Webseiten? Also Sie haben Interesse für Finanzmarkt oder wollen Sie einfach ein bisschen Geld kriegen, oder? Ich will natürlich erstmal gucken, wo ich Geld verdienen kann, richtig. Ja, ganz schön. Sagen Sie mir bitte, haben Sie bereits irgendwelche Erfahrungen gesammelt? Vielleicht mit Krypto, Aktien oder sowas? Ich habe vor Jahren mal mit Aktien gehandelt. Ja, ganz schön. Das ist sogenannte Börse, richtig? Tja, Aktienhandel ist Börse. Ja, okay, schön. Also Herr Apfel, schauen Sie mal, also deutsche Sprache ist nicht meine Richtung. Ach, das was, heißt, das wir merkt werden, man doch kaum. Ihr Profil...
wir werden einfach Ihr Profil auf unserer deutschen Abteilung weiterleiten, okay? Dann werden Sie mit deutscher Abteilung weiterreden, okay? Na gut. Ja, danke schön. Dann warten Sie bitte auf den Anruf. Okay. Hallo, Herr Reismann. Ja. Wie geht es Ihnen? Gut. Wer ist da bitte? Hier ist der Malle. Wir haben am Samstag gesprochen. Erinnern Sie sich? Nö. Wenn ich, wenn ich jedes Telefonat im Kopf haben würde mit den Leuten, die ich führe. Ich telefoniere sehr viel. Wir haben mehr als 10 Minuten gesprochen. Ja, deswegen weiß ich trotzdem nicht mehr, wer Sie sind. Sie haben das vergessen. Ja, so schade. Einen bleibenden Eindruck haben Sie scheinbar nicht hinterlassen, dass ich mir Ihren Namen gemerkt habe. Okay, es geht um Ihr Anmelden bei Gastertrag. Ja. Und? Ja, was? Weiter, reden Sie weiter. Was meinen Sie jetzt? Was haben Sie entschieden? Ich habe doch gar nichts entschieden. Sie möchten online handeln, wie habe ich verstanden, weil Sie haben diese Anmeldung gemacht. Richtig, das schon. Okay, aber, gut. Ja, aber ich hatte für meinen Geschmack zu wenig Informationen. Sie konnten mir ja keine Informationen geben. Welche Informationen brauchen Sie? Zum Beispiel, wo Ihre Firma reguliert ist, wo der Sitz Ihrer Firma ist. Ja, warum brauchen Sie das? Ich habe diese Information Sie, in Amtsamt war das gesagt. War das allen Ärzten eine Frage, warum ich diese Information brauche? Ist das allen Ärzten Ihre Frage gewesen? Warum man als Investor wissen möchte, mit welcher Firma man zusammenarbeiten will vielleicht? Okay, aber verstehen Sie... Ich verstehe, dass Sie... Ja, na gut. Was soll ich denn verstehen? Sollen verstehen, dass wenn Sie schon Erfahrung haben, weil Sie haben vor 20 Jahren mit Aktien von irgendwelcher unbekannten Firma gehandelt... Ganz unbekannt, Telekom, genau, ganz unbekannt. Warum brauchen Sie Hilfe von einem Broker? Ich brauche ja keine Hilfe vom Broker. Dann warum haben Sie diese Anmeldung gemacht? Weil ich hören wollte, was Sie für ein Angebot machen. Und erstmal wissen wollte, was Sie für eine Firma sind, wo Sie reguliert sind. Das ist unlogisch. Ach so, das ist unlogisch, wenn man wissen will, wo eine Firma reguliert wird. Das ist unlogisch. Ich habe alles am Samstag gesagt. Ja, wo sind Sie denn reguliert? Kommen wir doch mal zum Punkt. Hallo? Hallo, hallo? Hallo, hallo. 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 Da. Russisch? Russisch? Nicht Russisch, Russisch. Und, hast du sonst noch was zu sagen? Russisch? Schwedisch? Hallo? Ja, hallo, guten Tag. Guten Tag. Sarah Clark am Apart, sprich gerade mit Herrn Reismann. Ja, ist richtig. Ich grüße Sie. Schön, Herr Reismann, der Grund auf diesen Anruf ist, weil Sie haben eine Anmeldung gemacht in Online-Trading. Ja. Und ich möchte Ihnen ganz kurz ein paar Informationen zugeben. Na dann, über Online. Dann geben Sie mal zu. Super. Erst einmal, ich möchte Ihnen fragen, Sie haben Erfahrung in Online-Trading, Herr Reismann? Nee, online nicht, nein. Online. Wissen Sie schon, was ein Handelskonto ist? Natürlich, ich bin Händler bei eBay und Amazon. Also, wirklich? Ja, gibt's da was? Hallo. Hallo, schönen guten Tag. Guten Tag. Ich
spreche ich mit Herrn Hadamczyk. Das ist richtig. Mit wem spreche ich? Hier spricht Anne Nilsson von Monitoringsabteilung von Wer bitte? Den Namen habe ich nicht verstanden. So, Anne Nilsson von Monitoringsabteilung. Anna Nilsson? Ja, genau. Monitoringabteilung von was? Von Europäischer Haupthandelszentrum. Welche ist das? Herr Hadamczyk. So, also wir haben ihn. Welches ist gemacht. Die Europäische Haupthandelszentrum? So, haben Sie Erfahrungen auf dem Finanzmarkt? Wer sind Sie und was wollen Sie? So, Sie haben Investitionen gemacht und jetzt möchten Sie das Geld zurückbekommen. Das stimmt, oder? Wo habe ich Investitionen gemacht? Schon vorbei.